Stelle bitten wir um einen ganz besonderen Applaus für dieses wunderbare Haus und sein Team. Gebt mal einen schönen Applaus für das Team von der Komödie Dresden. Sind wir einem auch sehr, sehr wichtigen Dank, den wir loswerden möchten. Nämlich möchten wir speziell den zwei Schauspielern danken, die den ganzen Abend mit uns auf der Bühne stehen. Sie müssen jetzt irgendwo hier im Sichtbereich sein. Yep. Da sind sie. Christian Kühl, Dorothea Kriegel. Der Applaus ist gerechtfertigt. Und ihr wisst ja, Linda hat heute eine Karte gewonnen. Für Zickenzirkus. Die nächste Staffel ist vom 1. bis zum 13. Mai. Wenn ihr also Dorothea sehen wollt, sie spielt natürlich mit bei Zickenzirkus. 1. Mai bis 13. Mai. Und zum Christian wollen wir extra noch was sagen. Er hat quasi das Stück geschrieben, was ihr heute gesehen habt. Er hat die Regie geführt und auch noch selber so viele Rollen erfüllt. Also wir haben Glück, dass es nicht gleich komplett alleine gemacht hat. Christian Kühl. Christian ist auch der Intendant dieses Theaters und wenn ihr ihn wieder auf der Bühne sehen wollt, habt ihr auch die Möglichkeit in einem wirklich sehr, sehr guten Stück, das läuft nochmal Ende Mai, ich glaube am 27. Mai, in Machos auf Eis. Also wenn ihr Lust habt, mit Nikolaus Dietrich eine Empfehlung. Im Mai ist es schon warm, also kommt mal ins Kühlhaus, Machos auf Eis, mit Christian Kühl.